Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Forza Horizon 4 Video hier auf dem Pixelhelden-Kanal mit mir, dem Ray. Gestern war es soweit, die Gone Gold News kam heraus und das bedeutet, dass das Spiel den Gold-Status erreicht hat. Für die Leute, die nicht wissen, was das bedeutet, in der Softwareentwicklung ist es meistens so, wenn eine Software, in dem Fall ein Spiel, den Gold-Status erreicht, dann ist es bereit, ins Presswerk zu gehen. Denn es gibt ja immer noch natürlich physische Datenträger, also Discs, auf das das Ganze gebrannt wird. Und wenn eben ein Spiel diesen Status erreicht, dann heißt es de facto, es ist jetzt bereit, um zu erscheinen. Und klar, haben wir noch ein paar Tage und ich denke mal, da werden auch dann noch Patches kommen oder Bugfixes betrieben, um halt dann einen Day-One-Patch rauszuhauen. Aber trotzdem kann man jetzt halt schon mal sagen, das Spiel ist de facto fertig. Und meistens ist es ja so, mit dieser Gone Gold News kommt auch die Demo-Version und die haben wir ja gestern auch schon gespielt im Livestream. Vielen Dank auch nochmal an dieser Stelle an alle, die dabei waren oder sich die Aufzeichnung nachträglich angeschaut haben. Für all diejenigen, die immer noch irgendwie Probleme haben, die Demo zu finden, einfach ein kleiner Hinweis. Ja, schau einfach mal in den entsprechenden Store und such einfach nach Forza Horizon 4 Demo. Dann solltest du die Demo finden und sie auch downloaden können. Aber der eigentliche Grund dieser News oder beziehungsweise dieses Videos ist was ganz anderes. Denn mit dieser News auf der Homepage kam auch heraus, was denn eben in diesem Bonus-Car-Pack mit drin ist, was man ja als Ultimate-Besitzer bekommt, beziehungsweise auch dann zusätzlich auch noch nach Release oder mit Release kaufen kann. Und zwar, das Car-Pack wird heißen Best of Bond Cars und wird 10 James-Bond-Fahrzeuge beinhalten, beziehungsweise Fahrzeuge aus den James-Bond-Filmen. Und die blende ich euch hier jetzt einfach mal ganz kurz ein. Und da haben wir, ja, 10, wie ich finde, sehr, sehr coole Fahrzeuge. Also ich muss sagen, ich persönlich bin kein so riesen James-Bond-Fan. Ja, also ich habe schon ein paar Filme geguckt, auch die neueren habe ich geguckt, aber ich würde mich da jetzt nicht als Fan bezeichnen. Deswegen kann ich jetzt da, habe ich nicht so eine tiefe Bindung im Vergleich zu James Bond mit diesen Fahrzeugen, aber die Fahrzeuge an sich finde ich mega geil. Ja, also das sind richtig schöne Fahrzeuge und ich habe mir gedacht, wir gehen die einfach mal so Step by Step durch. Ich sage euch auch, aus welchen James Bond Filmen die sind und werde vielleicht zu dem einen oder anderen Fahrzeug kurz was sagen, aber jetzt auch nicht zu tief ins Detail gehen. Ich möchte euch einfach nur informieren. Beginnen wir einfach mit der richtigen Reihenfolge, mit der Jahreszahl und wir fangen an mit dem Aston Martin DB5 und der war gleich in mehreren James Bond Filmen vertreten. Einmal in Goldfinger, in Feuerball, in GoldenEye, in Skyfall und in Spectre. Und ich würde jetzt auch schon fast sagen, wenn ich jetzt ein James-Bond-Fahrzeug nennen müsste, würde ich immer den DB5 nennen, denn das ist eigentlich, glaube ich, das kultigste James-Bond-Fahrzeug überhaupt. Und das Coole ist auch, sie haben auch schon gesagt, im Forza Vista-Modus wird es so sein, wenn man sich den anguckt, dass man auch beim DB5 tatsächlich James-Bond-Gadgets anschauen kann, weil die James-Bond-Autos hatten ja immer so ein bisschen versteckte Waffen und eben im Forza Vista-Modus soll es eben beim DB5 auch eben möglich sein, diese nachzuschauen. Und da bin ich mal sehr gespannt drauf, freut mich auf jeden Fall, dass der DB5 eben über dieses Car-Pack den Weg ins Spiel findet. Wäre auch irgendwie komisch gewesen, wenn der gefehlt hätte. Machen wir weiter mit dem Aston Martin DBS aus dem Jahre 1969. Der war vertreten im Film Im Geheimdienst Ihrer Majestät, eben aus dem selbigen Jahr. Und schickes Teil, aber das sind sie alle, glaube ich, in diesem Car-Pack, mehr oder weniger alle. Deswegen würde ich jetzt einfach auch gleich direkt weitermachen. Wie gesagt, ich kann nicht zu jedem groß was erzählen, will ich auch gar nicht, will es nicht zu lange ziehen. Und zwar, wir gehen ins Jahr 1974, da kam der Film Der Mann mit dem goldenen Colt raus und da war ein AMC Hornet X Hatchback vertreten und auch ein Fahrzeug, was ich so gar nicht auf dem Schirm hatten, weil mit den alten Filmen kann ich noch weniger anfangen wie mit den neuen James Bond Filmen, auch wenn das Klassiker sind, aber ich finde trotzdem sehr cool AMC. Ein Fahrzeug oder eine Marke, die, finde ich, auch ihren festen Bestandteil mittlerweile in der Horizon-Reihe hat. Weiter geht's. 3 Jahre später, 1977, kam Der Spion, der mich liebte, in die Kinos. Und da war ein Lotus Esprit S1 mit dabei. Und der Lotus Esprit ist natürlich, schaut euch das Ding an, das Ding ist rattenscharf. Lotus generell hat immer sehr, sehr coole sportliche Fahrzeuge gebaut und auch eben die etwas älteren Modelle.
Sehr schön, freut mich, passt perfekt. Lotus, England, James Bond, England. Das passt alles zusammen, sehr, sehr schön. Was jetzt nicht unbedingt was mit England zu tun hat, aber trotzdem sehr kultig ist, ist das Jahr 1981, beziehungsweise der Film, der da herauskam, und zwar In tödlicher Mission. Und da war ein Citroën 2CV6 mit drin, also eine Ente. Und das finde ich sehr cool, dass sie mit dabei ist. Freue ich mich auf jeden Fall drauf. Und ich glaube, da kann man auch viel Schabernack betreiben und auch wahrscheinlich sehr, sehr coole Tunings machen. 5 Jahre später kam dann der Film Der Hauch des Todes heraus, beziehungsweise 6 Jahre später. Das Auto kam aber schon ein Jahr vorher raus, nämlich der Aston Martin V8 aus dem Jahre 1986. Ein, ja, auch sehr schönes Fahrzeug, müssen wir, glaube ich, nicht weiter drüber reden. Man sieht halt noch die Züge, die damals Aston Martin auch mit ihren Fahrzeugen hatten. Ich meine, Aston Martin V8, ne? Man könnte jetzt schon sagen, ja, das hat schon von der Optik her auch bisschen was von den V8 Muscle Cars von Amerika, aber nein, das ist ein Brite, das ist ein Aston Martin und er war ebenfalls ein James Bond Auto. Dann kommen wir zu den etwas moderneren Filmen, das sind dann die Filme, da war ich dann auch sogar schon auf der Welt, nämlich im Jahre 1999, Die Welt ist nicht genug, und da haben wir den BMW Z8. Ja, man kann über den Z8 vieles sagen, aber ich finde, der Z8 ist eines der wahrscheinlich kultigsten und prestigeträchtigsten Z-Modelle von BMW. Und ja, mega cool. Also ich feiere das absolut, dass er mit dabei ist. Und ich freue mich da auf jeden Fall auch auf viele Möglichkeiten, den irgendwie aufzubauen. Dann geht es nochmal ganze 9 Jahre weiter. Da gibt es jetzt die großen Sprünge ins Jahr 2008. Ein Quantum Trost. Und da haben wir den Aston Martin DBS. Das war so dann wirklich die Zeit, wo ich das so ein bisschen mehr registriert habe, auch mehr Ahnung hatte von Autos. Und ja, für mich war dann damals zu dieser Zeit klar, der Aston Martin DBS ist natürlich das James-Bond-Auto schlechthin. Und ja, fand ich auf jeden Fall top, oder finde ich auch top, dass der auf jeden Fall drin ist. Eben das erste Aston Martin DBS-Modell aus dem Jahre 2008. So, also von dieser Reihe. Ja, da gab es ja dann ganz viele Facelifts von die Jahre danach noch, wie viele von euch wahrscheinlich auch wissen. So, dann kommen wir zu den letzten beiden Fahrzeugen, beide aus dem Film aus 2015, nämlich aus Spectre, und zwar einmal den Jaguar CX75 Concept, der ja schon 2010 erschienen ist, aber dann für den Film gab es nochmal eine 2015er Variante. Ich glaube aber, der einzige Unterschied ist tatsächlich einfach nur die Lackierung gewesen oder die Farbe gewesen. Und natürlich, was mir nicht, ich springe jetzt einfach direkt weiter, und natürlich der DB10, der extra für diesen Film gebaut wurde. Und das ist, glaube ich, das besonderste Fahrzeug von dieser ganzen Liste, weil dieses Fahrzeug gab es wirklich nur für diesen Film. Man hat ja den DB9 lange gehabt, da gab es ja auch die Rennversion, den DBR9, und dann hat man lange, lange gewartet, bis ein Nachfolger kam, und dann kam der DB10, und den gab es aber dann nur für den Film. Und dann kam aber ganz, ganz schnell kam ja dann der DB11 raus, aber trotzdem sehr interessant, dass eben der DB10 nur für diese Filme gebaut wurde. Ja, das war die Liste. 10 Fahrzeuge einer Zahl, wie ich finde, sehr geile Fahrzeuge. Also am Anfang habe ich erst gedacht so, was, James Bond Carpack, oh, fällt dir nichts Besseres ein? Und dann dachte ich so, ja, aber gut, James Bond in England, das passt. Und als ich dann die Autoliste gesehen habe, dachte ich, ja, wow, das passt ja super, super geil. Also das passt super zur Welt, das passt allgemein zu diesem Historic-Gedanken ganz gut. Das ist einfach perfekt, muss ich einfach schon sagen. Ja. Das ein oder andere Fahrzeug wird auch spezielle Bodykits bekommen. So wird es nämlich auch sein, dass der Lotus Esprit, den wir gerade vorher noch gesehen haben, wird ein spezielles Bodykit bekommen. Auch aus dem entsprechenden Film. Denn da gab es, glaube ich, irgendwie so ein Wasserfahrzeug oder Umbau oder was auch immer. Und das Bodykit soll es angeblich geben. Alle, die den Film kennen, die werden natürlich jetzt aufschreien und sagen, juhu, und ich habe mal danach gegoogelt und ich dachte, ja, das sieht schon interessant aus. Also lassen wir uns überraschen, wie es dann sonst noch so ausschaut, müssen wir mal schauen. Des Weiteren wird es natürlich mit diesem Carpack auch, ja, in-game, also quasi Outfits geben für dein Mannequin und so weiter. Da kannst du auch dann solche Sachen anpassen. Ja, gut, mehr ist es auch gar nicht. Ich beende das Video einfach schon mal an dieser Stelle. Den Link zur Gone Gold News mit eben dem Carpack, mit eben, dass die Demo draußen ist und so weiter, verlinke ich euch alles in die Videobeschreibung. Ich bin raus an dieser Stelle. Vielen, vielen Dank nochmal fürs Zuhören, und falls es irgendwelche News nochmal vor Release geben sollte, dann werde ich euch natürlich hier auf dem Laufenden halten. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen nach oben wäre nice. Ich bin raus. Bis dann. Ciao.